going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises, singing songs of yesterday, and I made up my mind. Irgendwo Anfang, Mitte der 80er Jahre. Ich war damals Präsident eines MC. Wir hatten an meinem Auto rumgeschraubt und gebastelt. Ein Ford Granada. Während ein paar Jungs am Motor rumgeschraubt hatten, haben wir das Auto auch aufgehübscht. Es wurde komplett schwarz lackiert. Ronny hat mir fette Gemälde drauf gemacht. Auf der Motorhaube war ein riesiger Totenschädel, aus dessen Augen kamen Schlangen, jeweils eine schlängelte sich über die Seiten des Autos, um sich am Kofferraum zu treffen, wo sie sich anzündeten, darüber der große Schriftzug Weizsäcker. Auf der Heckablage war alles mit Fell ausgelegt und in der Mitte war ein relativ großer Skullschädel. Die Augen des Schädels leuchteten jedes Mal, wenn ich die Bremse betätigte und wenn der Rückwärtsgang eingelegt wurde mit grellen blauen Lämpchen. Auch der Knauf des Gangknüppels war ein Skull. Da das Auto gerade fertig wurde, wollten wir einen Ausflug machen. Wir haben schnell als Ziel ausgemacht, nach Frankfurt zu fahren. In Frankfurt lebte damals seit kurzer Zeit ein Mitglied aus dem Club, der Vladi. Und wir wollten schon lange einen Besuch beim Bones MC in Frankfurt machen, dem damals größten MC Deutschlands. Wir hatten gute Beziehungen zu dem Club und wir waren zu einer Party eingeladen. Also haben wir das Auto vollgepackt. Ich weiß nicht mehr, wie viel Bier es war, auf jeden Fall war es verdammt viel. Wir haben damals auch alle gekifft, ich weiß noch, dass es ein großer Block war, den wir im Auto hatten, viel größer und dicker als eine große Tafel Schokolade. Noch schnell an der Tankstelle halten und los ging es. In den frühen Morgenstunden kamen wir bei Vladi an. Es war ein sonniger Tag, den wir am Mainufer starteten. Mittags aßen wir noch bei Vladi, der mit seinem Vater dort ein Lokal betrieben hatte. Gleich danach ging es weiter zu den Bones. Dort wurde direkt weiter gefeiert. Es wurde so viel getrunken und geraucht, dass es niemanden mehr störte, dass es plötzlich wie aus Eimern geregnet hat. Ganz schnell sahen wir alle so aus, als hätten wir uns nur noch im Schlamm gewälzt. Vielleicht war es auch so? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Am nächsten Tag haben wir dann Vladi in Frankfurt City abgeliefert und wollten gleich weiter in die Heimat. Mitten in Frankfurt bin ich dann vor lauter Blödheit einem dicken Benz hinten aufgefahren. Es folgt eine Szene, wie sie eigentlich nur in schlechten Komödien stehen könnte. Sofort mit dem Crash sind wir alle aus dem Auto gesprungen. Wir wollten eigentlich nur schauen, ob irgendwas kaputt gegangen ist, denn wir hatten ja jetzt wirklich lange an dem Auto gebastelt. Keiner von uns dachte daran, dass wir alle mit Kutte waren und dass wir mit Schlamm bedeckt waren. Ich mutmaße, dass der Typ im schicken Benz Muffe bekam. Denn der ist mit quietschenden Reifen bei Rot über die große Kreuzung mitten in Frankfurt abgehauen. Also, weiter ging die Fahrt. Ich habe auf dem Heimweg darauf bestanden, dass wir zumindest an Rotgau vorbeifahren. Denn zur Band Rotgau Monotones hatte ich durch besagten Vladi relativ heißen Draht. Ich hatte alles, was man von den Monotones damals bekommen konnte. Ja, und dann passierte es. Wir durchquerten gerade Dudenhofen und ich hielt einen längeren Monolog über die LP-Fluchtpunkt Dudenhofen. Auf einmal blockierten alle Räder, Rauch aus der Motorhaube, nichts ging mehr. Fast schon poetisch, aus der Anlage im Auto schallte gerade aus besagter LP das Stück Schade, Schade, Schade. Was tun? Nur so am Rande erwähnt, Handy gab es damals noch lange nicht. Auch Internet kannte man damals noch nicht. Wir haben kurz die Köpfe zusammengesteckt und beratschlagt. Nach kurzer Beratung haben wir ausgemacht, dass wir in den Ort laufen. Wir brauchten unbedingt eine Sparkasse und eine Telefonzelle. Eigenkritik gab es natürlich auch, denn da der Alkohol- und THC-Spiegel sich langsam, aber sicher fast aufgelöst hatte, fiel uns selbst auf, wie wir aussahen, und hatten eine dunkle Vorstellung davon, wie wohl die Menschen in der Sparkasse reagieren würden, wenn wir da reingehen. Es war eine Mischung aus Komödie und Drama, wir haben uns durchgefragt und kamen tatsächlich irgendwann bei einer Sparkasse an.
Mit viel Handarbeit konnte ich mich wenigstens zum größten Teil von Matsch und Schlamm befreien. Aber dann, Bank war schon zu, wir waren zu spät. Also brauchten wir was zum Schlafen. Also haben wir uns wieder auf den Weg gemacht, Richtung Auto. Auf dem Weg zurück haben wir ein paar Typen getroffen, die unsere Situation witzig fanden. Aber die haben uns auch wenigstens ein bisschen geholfen. Man lud uns ein zum Feiern. Es war schon fast ein Paradies für uns, denn die Jungs hatten Forellen für uns. Die haben die Fische mit Zitrone und Knoblauch behandelt in Alufolie und dann ab ins Feuer. Ich habe nie wieder so was Leckeres gegessen. Mit dabei waren übrigens Jungs, die uns erzählt haben, dass sie als Crew bei den Monotones dabei sind. Und einer, der gesagt hat, dass er gute Beziehungen zu Bernd Gruber habe, der wiederum war der Chef von Rockport Records, der Plattenfirma der Rotgaus. Der Rest der Nacht verschwindet in einem Nebelgemisch aus unzähligen Bieren und reichlich Shit, der in allen Variationen geraucht wurde. Wie sind wir denn dann jemals wieder heimgekommen? Am nächsten Tag haben wir uns im Jugendhaus in Rotgau kultivieren dürfen. Dann ging es weiter zur Sparkasse. Von dort aus rief ich meinen Vater an, der mir per Blitzüberweisung Geld schickte. Er hat sich auch direkt auf den Weg gemacht, um mit einem Anhänger zu kommen, um uns da abzuschleppen. Dank der Blitzüberweisung konnten wir dann in Rotgau auch was frühstücken. Am späten Nachmittag kam dann mein Vater. Mit vereinten Kräften schafften wir den Granada auf den Hänger. Am Heimweg wurden Pläne geschmiedet, wie wir den Granada wieder flott bekommen würden. Aber das Schicksal bescherte mir, dass der wuchtige Ford gleich zweimal vom Hänger fiel. Somit kam dann nur noch ein Haufen Schrott daheim an. Was wurde denn nun noch aus den Kontakten aus Rotgau? Ich habe die Typen nie wieder gesehen. Aber was gestimmt hat, war der gute Kontakt zu Bernd Gruber. Denn ich hatte eine Telefonnummer bekommen. Und natürlich habe ich da angerufen. Das wiederum war der Startpunkt für eine Zusammenarbeit mit den Rotgaus. Jahre später, Hendrik Nachtsheimer hatte die Band verlassen und für ihn war eine junge Frau, Kerstin V., am Mikro nachgerückt. Inzwischen waren die 90er angebrochen. Die DDR gab es nicht mehr und ich hatte vor, ein großes Open Air zu organisieren. Eine Band, die da unbedingt spielen sollte, die Rotgau Monotones. Um Details zu klären, war ich bei einem Auftritt der Rotgaus irgendwo bei Würzburg. Ich saß vor der Show bei der Band und unterhielt mich lange und ausführlich mit allen. Da ich ja auch Gitarre spiele, waren begehrte Gesprächspartner für mich Ali und Ray. Raimund saß zusammen mit Mopf, dem Drummer, etwas abseits. Die beiden wollten wissen, wer denn da noch so spielen würde. Geplant hatte ich damals mit Number 9, da ich da auch eine eigene Geschichte mit der Band hatte. Und plötzlich fiel uns gegenseitig auf, dass wir uns ja doch schon länger kannten. Raimund sagte damals einen Satz, an den ich mich immer wieder erinnere, wenn er auch irgendwie ohne große Bedeutung ist. Ich hatte damals mich etwas abwertend über Bands geäußert, die ja nur covern. Raimund Salk sagte damals, eine Band, die Songs wie Smoke on the Water überzeugender als das Original auf die Bühne bringt, kann uns schon den Abend schwer machen. Im Jahr 2015 wollte ich nochmal ein größeres Festival organisieren. Damals hatte ich sofort wieder an die Rotgaus gedacht. Mein altes Kontaktheftchen gab es schon da lange nicht mehr. Aber ich habe auch so schnell wieder Kontakt gefunden. Leider wurden wir uns nicht wirklich einig, Rotgaus und ich. Aber auch da fiel ein Satz, der mich gestern schlagartig eingeholt hat. Ich glaube, es war die Frau von Peter Osterwold, die sagte, ja, die Jungs sind noch fleißig am Touren, zwar nicht mehr so oft wie früher, aber wer weiß schon, wie lange das noch geht. Ich hatte so viele Schnittpunkte mit den Rotgaus, dass es schon eine Gewohnheit geworden ist, dass ich regelmäßig bei den Rotgaus reinklicke, in alten YouTube-Videos in Erinnerungen schwelge und bei den Musikern versuche, die eine oder andere Neuigkeit aufzuschnappen. So auch gestern, 9.8.2023. Raimund wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Es ist vielleicht schräg, wenn ich mich ausgerechnet an eine Szene erinnere, in der Raimund auf einem Podest stand, Gitarre spielte und davor ein Schild stand, Weltmeister im Spartanz. Ruhe in Frieden, Raimund Salk. Liebe Rotgaus, ich hoffe, ihr habt die Kraft und den Mut weiterzumachen, ihr seid für mich ein Stück Kulturerbe.
schön, dich zu sehen. Wir telefonieren.